Herzlich willkommen im Comedy Drive. Ja, wer haben wir denn da? Der Ivo Adam, Star und Medienkoch aus Bern. Live wie erlebt. Du, wir machen mit dir einen kurzen Promenade im Drive durch Zürich, durch die Altstadt, am Limmatquai entlang. Wir haben zwar nicht das wahnsinnige Wetter wie wir in Bern, es regnet, aber herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke dir. Du, mal eine grundsätzliche Frage, wieso bist du dieser Weg erfolgreich? Wenn man das wüsste, wäre glaube ich auch erfolgreich. Es braucht immer so ein bisschen ein Quäntchen Glück noch dazu. Man sieht ja auch so am richtigen Ort, bei den richtigen Leuten zur richtigen Zeit. Ich habe vielleicht halt ein paar Sachen gewagt, die ein paar nicht gewagt. Und darum ist man auf mich aufmerksam geworden und bin vielleicht zu dem Ort, wo ich bin. Es braucht natürlich sehr viel Engagement und Ehrgeiz. Das muss man nicht wegsehen. Aber weißt, ich meine, ich kenne ja viele Köche und man weiss auch sehr viele Leute, die kochen und machen. Aber du, meine, du hast im Schweizer Fernsehen hast du eine Sendung gehabt. Du bist Ambassador von Coop Fine Food, oder? Und du bist auch schon vor allem der Erfolg gehabt, wo dich der Unternehmer, der Stefan Breuer, auf Ascona geholt hat und mit dir die ganzen Seven Groups aufgemacht hat. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Ja, also es ist ja meistens so, wenn eine Familie wie Breuer so etwas machen will, dann braucht es natürlich Leute. Und so ist man nachher auf einen Headhunter gegangen. Das war der Adrian Stalder. Den habe ich kennt durch Direktor Anno dazumal in Ascona. Und habe mich doch gefragt, Io, wäre das nicht etwas da in Ascona, so ein kleines gemütliches Restaurant am Lago Maggiore? Da muss ich sagen, ich bin noch nie in Ascona gewesen, das wäre nicht schlecht, so eine Saison 2. Und dann ist es ein Imperium geworden mit 120 Angestellten. Und ja, 10 Jahre. Also das ist eigentlich, das sind verschiedene Seven Lokale gewesen, gell? Richtig. Und der Stefan Breu hat eine grosse Vision gehabt, mit dir zusammen aus Ascona so ein Saint-Tropez zu machen, oder? Und du bist ja eigentlich gelernter Koch, bist ein aktiver Koch, du kochst und lebst für das ja eigentlich, oder? Aber dort bist eigentlich, du praktisch nur ein Unternehmer gewesen und ich habe am Schluss gelesen, dir sei es eigentlich wie zu viel geworden, weil du hättest gar nicht mehr können kochen, du sei es eigentlich nur am Organisieren gewesen, am Managen, das ganze Personal etc. Ja, also ich habe natürlich neben der Koch- und Officerie Ausbildung die Hotelfachschule gemacht, also das Management habe ich mir schon auch angeeignet. In Luzern? In Thun. Und dann in Ascona, es ist wie gesagt, es ist von diesem kleinen gemütlichen Restaurant vom Seven ist das natürlich zu einem grossen Imperium gewachsen und gegen Schluss hast halt du einfach immer nur noch Personalsachen, du musst künden, also koordinieren. Mhm. Also eigentlich die schönste Berufung, das Kochen ist eigentlich die schönste Nebensache vom Job. Ja. Ist aber jetzt so in Bern genau gleich. Mhm. Also ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich junge Leute kann begeistern, die das kochen, was ich mir vorstelle. Also mache ich alles andere, was sie nicht können oder nicht wollen. Und das ist das Managen der Betriebe. Also bist du eigentlich wohlhabend geworden mit dem ganzen Engagement 7 in Ascona Lugano? Ja, also man schaut natürlich schon, dass man genug verdient, wenn man schon so viel Engagement hat. Also bist du reich geworden? Also schau, wenn du natürlich, ich sage es immer so, wenn du dir vorstellst, ein normaler schafft vielleicht 8,5, vielleicht 10 Stunden. Mhm. Wenn ich 20 Stunden arbeite, kann ich in kurzer Zeit das Doppelte verdienen von anderen. In meinem Bereich. Mhm. Und das war ja so. Aber du bist eigentlich für mich doch die Inkarnation von Fleiss, oder? Von Disziplin und Fleiss. Merci. Weil darum, ich meine, die logische Konsequenz war ja nachher, dass du in Bern das grossartige Casino bekommen hast. Darf man das ein bisschen vergleichen, wie zum Beispiel das Kaufleuten in Zürich? Also Restaurant, Bar, verschiedene Clubsaal etc. Oder? Ja, es hat einfach natürlich von der Tradition her mit das Berner Symphonieorchester, also du musst noch mit Tonhauen oben draufsetzen. Aha, okay. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das gerade zum Internet das gesehen habe, das Casino Bern, ich bin fast ein bisschen eifersüchtig geworden. Was ihr in Bern für eine irrsinnige Institution habt, ich meine, da können wir ja in Zürich wirklich abfahren. Und das leitest du alles mit 100 Mitarbeitern. Ja, ich habe natürlich ein gutes Team, ich habe ein Kernteam, ich habe eine gute Kommission, die das Ganze mitsteuert, das ist wie der Verwaltungsrat, das ist ein grosses Team. Die Burgergemeinde ist eine grosse Familie. Das hast du selber aufgebaut, das Team? Richtig. Ausgelesen, Köche ausgelesen, richtig. Alles selber akquiriert? Ja, ein Teil konnte ich picken, ein Teil konnte ich auslesen, ein Teil habe ich dürfen abwerben. Aha. Und einen Teil habe ich müssen nehmen, was ich bekomme. Mhm. Und das ist natürlich das, jede Eröffnung ist schwierig, vor allem wenn du mit 100 Personen musst auffahren musst, die der Grösste noch gar nicht zusammen geschafft hat, wie ein Uhrwerk, wo die kleinen Zahnräder noch gar nicht eingefettet sind. Und da brauchst du eben nicht ein halbes Jahr wie mit einem kleinen Beizen, sondern bis zu 2 Jahre, bis dann wirklich die Maschinerie so läuft, wie sie muss. Also weißt, ich habe dich eigentlich immer bewundert, als ich die TV-Box von Coop Fine Food. Du so souverän, liebenswert, sympathisch, wie du jetzt da sitzt, bist du quasi bei Coop Fine Food, hast du quasi ein bisschen als Werbeikone dort missbraucht oder gebraucht worden. Gibt es das Engagement eigentlich noch mit Coop Fine Food? Weil ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das ist jetzt über 10 Jahre, ist das schon so, schon lange über 10 Jahre. Hast du da gut verdient bei Coop Fine Food?
Also, oder hast du einfach nur Produkte wenn bekommen? So gesehen, wenn du so was gesehen ist das, was ich verdient habe in Ascona, das ist vielleicht... Das war vielleicht die weisse Kochkutte und der Gob hat mir vielleicht noch das goldige Löffel in das Pochette. Sehr diplomatisch hast du das gesagt. Wann gibt es eigentlich wieder neue Produktionen bzw. neue Realisationen von diesen TV-Spot bzw. von dieser Werbung? Das oder bist du überhaupt noch die Ikone? Ja, ich bin nach wie vor noch unter Vertrag bei Gob und immer ich noch? Muss sagen, sehr zufrieden und Jahrzehnte jetzt schon. Die Zusammenarbeit ist wirklich nachhaltig und gut. Ich glaube, man kann dahinter stehen. Und von dem her, wenn etwas Neues kommt, ist es immer gut, wenn man nicht viel hört, dann läuft es meistens gut. Weil wenn es nicht gut ist, dann muss man auf die Werbetrommel holen. Und man ist zufrieden mit Feinfood und dementsprechend auch mit mir. Absolut. Was ich ein bisschen traurig finde, im Schweizer Fernsehen gibt es im Moment keine Kochsendungen, richtige gute. Wenn du im Deutschen schaust, da siehst du den Schubeck, du siehst den Melzer, da wird gekocht, wie gestört zum Teil, also auf unterschiedlichem Niveau. Wann hast du im Schweizer Fernsehen wieder eine eigene Ivo-Adam-Kochsendung, wo du dort stehst mit prominenten Leuten und einfach feine Sachen kochst? Schau die Glaskugel, die man hineinschaut und alles immer sagt, wenn ich die hätte. Glaskugel? Nein, nein, Moment, also was heisst da Glaskugel? Nein, also das entscheiden ganz viele Leute hier. Man hat Einschaltquoten, man hat Kundenkreise, man hat ein Klientel, das man ansprechen will. Wenn das richtige Format zur richtigen Zeit mit mir denkbar und vorstellbar ist, warum nicht? Also du wärst wieder offen für eine Sendung im Schweizer Fernsehen, Ivo Adam Kochshow. Haben Sie gehört, Schweizer Fernsehen, der Mann wäre wieder zu haben. Und Schweizer Fernsehen braucht unbedingt eine gute Kochsendung. Oder? Also ich habe gemerkt, trotz der Managementaufgaben, die ich gerne mache, im Moment im Casino, Kochen ist nicht ein Beruf, sondern eine Berufung. Eine Berufung. Ich habe immer noch. Immer. Aber im Moment stehen keine Verhandlungen an mit dem Schweizer Fernsehen? Nein. Mhm. Aber nein. Du hättest gerne eine? Ich muss sagen, ich bin zufrieden, wie es ist. Weißt, ja, genau. Manchmal muss man auch das Vergangene lassen und vielleicht Abschied nehmen. Aber ich schaue auch gerne in die Zukunft. Ich schaue gerne in die Vergangenheit, aber auch gerne in die Zukunft. Also ich muss sagen, ich habe selten so einen visionären, liebenswerten, aber auch blitzgescheiden Koch kennengelernt wie dich, Ivo Adam. Wir sind wieder zurück am Hechtplatz. Wir haben zwar nicht so viel gesehen in Zürich, wir sind im Herbst. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Danke, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Das war Promethe Drive mit dem wunderbaren, einmaligen Ivo Adam. Danke. Ciao miteinander. Tschüss zusammen.